Ja, was machen Sie denn in Ihrem blauen Palast? Ist das ein Institut? Ja, privat. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, so. Merkwürdig. Trifft man Kollegen, machen Sie alle nur Routinearbeit. Nichts Besonderes. 5, 4, 3, 2, 1, Schuss! Ja! Störe ich? Nein, wir verpassen unseren undressierten Ratten gerade wieder Intelligenz und Erfahrung mit der Spritze. Erfolg 66%. Gratuliere. Ein sehr schönes Alpha, wirklich. Ein wichtiges und bis zum Augenblick gelungenes Experiment. Wie empfindet ein isoliertes Gehirn seine Isolation? Wird es versuchen, mit uns in Kontakt zu treten? Ist ihm seine Lage bewusst? Eines Tages wird er uns sein Geheimnis verraten. Er kann es nicht mehr für sich behalten. Er wird daran denken. Und alles, was er denkt, was ihm einfällt, haben wir hier schwarz auf weiß. Wir müssen es nur entschlüsseln. Ein englischer Physiker und Astronom, Sir James Jeans, schrieb bereits vor 30 Jahren, das Universum beginnt eher einem großen Gedanken zu gleichen als einer großen Maschine. Wir sitzen nicht in einem gigantischen Uhrwerk. Zwischen Geist und Materie zu unterscheiden, ist nicht mehr zeitgemäß. Alles ist eine Einheit, verwoben in Raum und Zeit. Denn ich bin davon überzeugt, es gibt mehr als diese eine Zeit. Mehr als diesen einen Raum. Zeitdimensionen. Du hast nichts begriffen. Wer von uns hält sich an Richtlinien, wenn er eine Idee hat, die ihn fasziniert, die ihm fundamental und ungeheuer erscheint?